funktioniert nicht. Funktioniert. Wie funktioniert nicht? Es muss funktionieren. Hallo? Da ist er, im Türrahmen. Wo soll sonst der Alarm sein? Ach, der. Abgeschlossen. Funktion. 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 Was soll ich denn jetzt hier machen, bitteschön? Ich meine, was für ein Alarm soll ich denn jetzt auslösen? Ey, das weiß ich echt nicht mehr. Scheiße, okay. Konzentration. 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 Okay, was tun? Die Leute nochmal anreden vielleicht? Hey, worauf warten Sie noch? Lösen Sie den Alarm aus, Doktor. Das geht leider nicht. Da ist irgendetwas. Ach so, es sollte nicht funktionieren. Ich informiere umgehend den Direktor. Nein, Doktor, wir müssen unbedingt O'Sullivan helfen. Gehen Sie durch den Besucherkorridor und schauen Sie, ob er Ihnen antwortet. In Ordnung. Nehmen Sie den Schlüssel, er muss in der Waschstube sein. Da liegt er ja. Das ist der Schlüssel, so. Und uns ein bisschen im Beeilen. Der könnte in Lebensgefahr schweben. Der zählt jede Sekunde. Okay, nochmal kurz Kaffee trinken. Ah ja, jetzt machen wir mal vielleicht was. Funktioniert nicht. Nutzlos. Diese Tür ist mit einem Zeitschloss verriegelt. Aber die Tür unten nicht. Geben Sie mir den Schlüssel. Schnell. Okay. Fang! Ich habe den Schlüssel, Doktor. Danke. Bitteschön. Folgen Sie mir, Watson. Wir müssen das Alarmsystem reparieren. Endlich. Da sind Sie ja, Holmes. Warum macht Holmes das nicht? Der kann das doch ebenso gut. Ich werde das System einschalten. Watson, Sie stellen sicher, dass der Kontakt hergestellt wird. Ich hoffe, das ist nicht gefährlich. Nur ein wenig. Wenn ich mich jetzt noch daran erinnern könnte, wie das genau gemacht wird. Ah, so ging das. Ich muss einfach nur durchdringen, ganz schnell. Ha! Leichter als gesagt, ne? Leichter gemacht als gesagt, sagt man dort, ne? Ha! Das geht ja gar nicht klar. Ich wollte ja noch raus, aber es hat einfach zeitlich nicht mehr gereicht. Gott, wieso gehe ich denn da rein? Da wollte ich doch gar nicht rein. Okay. Hallo? Lass mich da jetzt verfickt nochmal rein. Nein, ach. Was? Ey, es klappt einfach nicht. Okay, wenn man mir sagt, wie ich das hinbekommen soll. Stellen Sie den Kontakt her, Watson. Du mich auch.
So, ich war doch schon da direkt Mitte. Hallo? Willst du mich verarschen? Das ist doch irgendwie nicht mehr lustig. Ah, geht doch. Meine Fresse, das habe ich doch schon die ganze Zeit so gemacht. Mann, die Rätsel für euch müssen ja echt öde sein, wenn ihr mir zuschaut, weil ich, der Rätselfuchs, boah. Geht gar nicht klar. Wir wurden für Zwischenfälle wie diese ausgebildet und wir sind bewaffnet. Helfen wir Ihnen, Watson. Bewaffnet. Womit? Mit einem kleinen Holzstock, der zerbricht einen Schlag. Die Lage hat sich wieder normalisiert. Danke für Ihre Hilfe, Gentlemen. War uns ein Vergnügen. Aber wo ist O'Sullivan? Er ist nicht mehr da. Hat wahrscheinlich den Besuchereingang benutzt. Ja, und wahrscheinlich ist er erleichtert, dass er aus dem Untergeschoss rausgekommen ist. Gut, wir müssen jetzt alle Zellen überprüfen. Ist das Standardprozedere nach einem Alarm. Wir kommen mit und helfen Ihnen. Sie okidoki. Sind ganz offensichtlich ein Experte im Zeitverschwenden, mein werter Freund. Treffen wir uns am Eingang, wenn Sie fertig sind. Alles klärchen. Ich habe das Gefühl, wir sollten diese Zelle überprüfen. Die Tür ist offen. Alarm! Wie, die Tür ist offen? Alles in Ordnung. Er ist unter seiner Decke. Noch. Wie kann er bei dem ganzen Lärm nur schlafen? Zugegeben, normal ist das nicht. Vielleicht hat der Rauch ihn vergiftet. Ich sehe mir das lieber mal genauer. Schließlich ist er Arzt und er muss das feststellen können. Er ist gefährlich. Sehr gefährlich. Aufwachen, Hans. Das ist nicht Hans. Das ist unmöglich. Er war doch gerade eben noch bei uns. Oder aber, es war nicht O'Sullivan. Mein Gott, er ist geflohen. Der Rattentöter ist geflohen. Wie hat das denn hinbekommen? Ich meine, so ein Zufall. Er wollte seinen Füller. Und jetzt liegt ein Wächter bewusstlos bei ihm in der Zelle. Ich meine, das ist ja... Ach, hier kommen wir nicht durch. Ich meine, das ist ja der Wahnsinn. Und wem haben wir dann die Schlüssel zugeworfen? Nicht etwa Hans, oder? Ja, meine Theorie. Hans hat die Verwirrung ausgenutzt, die entstanden ist, und hat das genutzt, um zu fliehen. Ich fürchte, diese Ermittlungen entpuppen sich für uns als bittere Niederlage. Ganz und gar nicht, mein lieber Freund, im Gegenteil. Folgen Sie mir. Was er wohl im Gespräch mit der Sekretärin rausgefunden hat. Das ist jetzt die Frage, weil wieso sonst... Was zum Teufel machen wir hier bei der Gefängnismauer? Sollte er sich sonst freuen über diese ganze Geschichte. Hm? Wer ist denn da? Sehen Sie, wer auf uns wartet. Schielmann, ich gehe zurück und... Das gibt's ja nicht, jetzt sich als Wächter verkleidet. Ruhe. Er ist harmlos. Sherlock ist ein Komplize von Schielmann. Was macht er hier? Warum ist er nicht weggelaufen? Weil ich ihn gebeten habe, es nicht zu tun. Wollen Sie damit sagen, dass Sie ihm geholfen haben zu fliehen? Kann man so sagen. Alleine hätte er es nicht geschafft. Aber wie? Und warum? Er ist ein gefährlicher Irrer. Holmes, Sie haben mich bei diesem Ausbruch zu... Das heißt, Sherlock wollte die Verwirrung stiften, direkt ablenken, etc. pp. Um dafür zu sorgen, dass Schliemann ausbrechen kann, ohne dass irgendwer Verdacht schöpft. Sagen Sie mir, wo ich Sie finden kann. Wie Sie meinen. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie da tun. Zweifeln Sie etwa daran? Hier, nehmen Sie diese Notizen. Sie werden sich bestimmt als nützlich erweisen, wenn Sie Ihren Bericht über unseren Besuch im Westgate-Gefängnis schreiben. Also, wo finde ich Sie? In Kensington. Ich dachte daran, nach Kensington zu fahren, um den Neffen des Bischofs aufzusuchen. Gut, warten Sie dort auf mich. Ja, klar.
Was Holmes zu seiner Mithilfe bei Hans Schliemanns Ausbruch zu sagen hatte, war so außergewöhnlich, dass ich unser daraufhin Gespräch Wort für Wort festhalten möchte. Ich sah meinen Freund an, wie unruhig er innerlich war, dennoch schilderte er mir nicht sofort die Einzelheiten zu dieser unglaublichen Tat. Erst später erzählte er mir von Hans Schliemanns Füllfederhalter. Dies waren seine Worte. Der Schlüssel zu Hans Schliemanns Flucht war sein Füllfederhalter. Ich hab's die ganze Zeit gewusst, die ganze Zeit. In seinem Schließfach fand ich eine Notiz, deren Inhalt ich Ihnen aus dem Gedächtnis wiedergeben kann. Wer clever genug ist, diesen Kasten zu öffnen, soll auch wissen, dass ich einige Tropfen meines Meisterwerks der Tinte und meines Füllfederhalters beigemischt habe. Da Sie diese Notiz lesen, muss ich mich in diesem Augenblick in einer misslichen Lage befinden. Sie sollen wissen, dass meine Spezialtinte jeden, der damit in Berührung kommt, für eine gewisse Zeit kontrollierbar macht. In diesen wenigen wertvollen Sekunden haben Sie die Gelegenheit, dem Opfer Ihren Willen aufzuzwingen. Falls Sie für meine Genialität Bewunderung übrig haben, befreien Sie mich bitte aus der misslichen Lage, in der ich mich ohne Zweifel befinden muss. Schliemann hat diesen Gegenstand in einem Kasten aufbewahrt und mit einem ausgeklügelten Schloss versehen, um für seine zukünftige Flucht gewappnet zu sein. So konnte er sicher gehen, dass keiner der Gefängnismitarbeiter seinen Füllfederhalter findet. Ich beschloss, sein Spiel mitzuspielen, jedoch nach meinen eigenen Spielregeln. Ich würde ihm zwar zur Flucht helfen, ihn aber mit seinem eigenen Gift willenlos machen. Ich ließ Schliemann das Spiel beginnen, indem ich ihm seinen Füllfederhalter gab. Dann war ich an der Reihe. Mein erster Schachzug war es, den Direktor davon zu überzeugen, dass Schliemann Zettel durchsucht werden müsse. Ich warf also Schliemann den Ball zu, indem ich ihm die Gelegenheit gab, Wärter James mit seinem Gift willenlos zu machen. Er hat sich die Chance nicht entgehen lassen. Er schmierte die Gitterstäbe seiner Zelle mit der vergifteten Tinte ein und Wärter James fasste sie beim Öffnen der Zelltür an. Schliemann nutzte diesen kurzen Moment, um den willenlosen Wärter zu befehlen, ihm den Schlüssel auszuhändigen. Nun war ich wieder nachher. Ich musste einen Weg finden, um Wärter O'Sullivan außer Gefecht zu setzen. Laut Miss Pattersons Schichtplan, den wir zuvor gefunden hatten, wurde O'Sullivan zu dem Hochsicherheitstrakt zugeteilt. Ich muss zugeben, dass mir der junge Wärter unfreiwillig geholfen hat, indem er mich bat, etwas ins Gästebuch des Gefängnisses zu schreiben. Ich ließ die Ereignisse noch einmal Revue passieren und merkte an, dass Holmes bereits etwas ins Gästebuch geschrieben hatte, bevor er Schliemann seinen Füllfederhalter zurückgab. Etwas überheblich erwiderte Holmes. Exakt, ich habe den vorgesehenen Lauf der Dinge etwas vorweggenommen. Und genau deswegen war ich Schliemann bei unserem gemeinsamen Spiel einen Schritt voraus, während er dachte, dass es andersherum sei. Schliemann kam es gar nicht in den Sinn, dass ich sein Gift bereits benutzt haben könnte. Er dachte, die Tatsache, dass O'Sullivan schläft, sei einfach ein Geschenk des Himmels. Aus diesem Grund machte er sich keinerlei Gedanken über das Empfehlungsschreiben, das er in der Tasche des Wärters fand. Holmes unterbrach seine Ausführungen kurz, um auf meine vorangegangene Unterbrechung einzugehen. Es geht nicht weiter nach unten. Gut. Fortsetzung. Zäumen Sie das Pferd doch nicht von hinten auf, Watson, sondern lassen Sie mich fortfahren. Also, O'Sullivan musste nur die frische Tinte im Gästebuch leicht berühren, um mir ausgeliefert zu sein. Ich befahl ihm einen Zustand starker Müdigkeit, aber forderte ihn auf, im Moment nichts dagegen zu tun. Die Müdigkeit sollte stark genug sein, um später bei der Schicht im Hochsicherheitstrakt einem Nickerchen nicht widerstehen zu können. Später, nach dem Schichtwechsel, benutzte Schielmann den Schlüssel, um sich aus seiner Zelle zu befreien. Er schlug den schlafenden O'Sullivan auf den Kopf und tauschte die Uniform des Wärters mit seiner Häftlingskleidung. Danach erzeugte er mit Zutaten, die ich ihm vorher gegeben hatte, künstlichen Nebel, darunter Zucker von Miss Pattersons Teetablett, Brightons Backpulver, Kaliumnitrat aus der Wachstube und Schwefel von ein paar Streichhölzern. Dann befreite er mit dem Schlüssel die Gebrüder Flint. Sie sprangen sich gegenseitig an die Kehle. Dieses unfreiwillige Ablenkungsmanöver der Gebrüder Flint trug dazu bei, dass Schliemann unbemerkt den Hochsicherheitstrakt verlassen konnte. In dem ganzen Durcheinander traten nämlich schließlich sie auf den Plan, Watson. Mit Absicht, O'Sullivan zu helfen, ermöglichten sie es Hans Schliemann, das Tor zum Korridor zu öffnen, indem sie ihm den Schlüssel zuwarfen.
In der Zwischenzeit öffnete sich das zweite Tor, indem ich den Alarm erneut auslöste. Nach Holmes' Ausführungen begann ich, meine Taten in einem anderen Licht zu sehen. Es bereitete mir Unbehagen zu erkennen, wie er mich benutzt hatte, ohne dass ich wusste, welchem Zweck mein Handeln eigentlich diente. Ich unterbrach seinen Monolog, um auf die Wärter hinzuweisen, die mit der Situation heillos überfordert und damit beschäftigt waren, die Gebrüder Flint zu bändigen. Holmes fuhr fort, exakt, es gab also nur noch ein Hindernis für Schliemann, Wärter Brighton an der Rezeption direkt vor dem Ausgang. Ich unterbrach ihn erneut, aber der Direktor war es doch, der ihn so eindringlich in sein Büro beorderte, Holmes. Sie wollen mir doch nicht weismachen, dass er in die Ausbruchspläne eingeweiht war. Natürlich nicht. Ich habe den Direktor gegen Brighton aufgebracht. Erneut konnte ich meine Ungeduld nicht in Zaum halten und fragte, wie. Ich fand heraus, dass Jenny Patterson und Brighton ein Paar sind. Ja, wir sind echt gut, das habe ich nämlich auch schon gedacht. Außerdem wusste ich, dass der Direktor nichts von ihrer Affäre ahnte und sicher in Rage geraten würde, wenn er davon erfährt. Ich fragte ihn, ob das auch der Grund war, warum Miss Patterson ihn sprechen wollte. Ja, sie wusste, dass ich ihren Spind geöffnet hatte, um den Schichtplan der Wärter zu finden. Also war ihr klar, dass ich über ihre Affäre mit Brighton Bescheid wusste. Sie wollte sicher gehen, dass ich nichts verraten würde. Ich erlaubte mir die Bemerkung, dass es ziemlich unanständig von ihm war, dem Direktor alles zu sagen, nachdem er der jungen Frau versprochen hatte, dies nicht zu tun. Etwas scheinheilig entgegnete er mir, ich habe doch gar nichts gesagt. Ich habe im Büro der Sekretärin lediglich den Liebesbrief in die Ablage für dringende Mitteilungen gelegt, mit dem Wissen, dass er nur wenige Minuten später an den Direktor ausgehändigt werden würde und dieser in Rage geraten würde. Der Direktor schrieb Brighton an, nachdem dieser ins Büro der Sekretärin geeilt war. Nun war der Weg für Schliemann frei und er konnte das Gefängnis durch den Ausgang verlassen. Eine weitere Frage beschäftigte mich, die mir nicht minder wichtig erschien. Warum ist er nicht weggelaufen, nachdem er draußen war? Warum hat er gewartet? Die Antwort meines Freundes enttäuschte mich nicht. Das ist doch ganz offensichtlich, mein lieber Watson. Dass er nicht weggelaufen ist, ist einzig der Tatsache zu verdanken, dass ich ihm, wie gesagt, einen Schritt voraus war. Ich hatte genug Zeit, das Empfehlungsschreiben für O'Sullivan mit der vergifteten Tinte des Füllfederhalters zu verfassen. Der Brief befand sich in der Tasche der Uniform und Schliemann konnte sich nicht seiner Neugierde erwehren, ihn zu lesen, als er ihn fand. Ich fragte Holmes, was denn in dem Brief stand. Nur ich gratuliere Ihnen zur Flucht. Warten Sie auf mich, mehr nicht. Ich kam aus dem Stau nicht mehr heraus. So kam es also zum ersten und einzigen erfolgreichen Ausbruch aus dem Westgate-Gefängnis, der sichersten Haftanstalt des gesamten Königreichs. Ein Fallbeispiel, das ohne Zweifel auch die Studenten der Polizeiakademie noch lange beschäftigen wird und als einer der spektakulärsten Ausbrüche in die Geschichte eingehen dürfte. Und warum hat es geklappt? Nur weil Sherlock Holmes höchstpersönlich geholfen hat. Ansonsten hätte das Ganze nie, nie, nie und immer funktioniert. Davon bin ich fest überzeugt. Das kann ich sagen. Wir sind da. Der Neffe des Bischofs wohnt hier? Sieht schön aus. Er hat ein Zimmer im Erdgeschoss angemietet. Aber hier sehen wir uns das nächste Mal erst um. Ich glaube, das war jetzt eine gute Stunde oder vielleicht sogar noch mehr. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich kann mal kurz nachgucken. Ja, etwas über eine Stunde. Also erstmal wieder ein paar Parts für euch zum Gucken, bis ich dann, ja, die nächste Aufnahme-Session wird, glaube ich, schon relativ bald folgen. Macht euch da mal keine Gedanken drum. Also, wir hören und sehen uns im nächsten Part schon wieder. Ja, also, ciao, Leute.